Hallo Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Schauen wir doch mal einfach, was bei der Leiter oben ist. Ja, ganz schlecht. Wow! Was ist das? Was ist das? Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das für ein gruseliges Vieh? Ich weiß es nicht, aber ich werde wohl nach oben müssen. Ih, das wartet schon mit seiner riesen Klauenhand auf mich. Was mache ich denn jetzt? Hallo? Hallo? Es ist ein bisschen gruselig. Was? Das sieht aus wie eine sehr, sehr gruselige Mumie. Kann er mal seine Alien-Hand wegnehmen? Mein Gott! Hey, hallo? Das ist voll scheiße, wenn der da oben an der Leiter steht. Was soll ich denn dann machen? Auch den musste ich nochmal machen. Man ist anscheinend gezwungen, nach oben zu klettern. Zu dem ekligen Mumienvieh. Super. Oh, geht doch. Oh, passt schon. Super. Und sonst so? Ich bin Lara. Ich schaff das. Hier so ein Scarabeus. Okay. Kann ich hier irgendwas ab? Kann ich hier Pistolen? Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Irgendwas anderes? Ich glaube, ich muss über die Zackendinger hier hopsen. Oh. Auch das ist immer gern gesehen. Und ein Medipack. Juhu. Und da oben ist auch noch was. Da muss ich dann auch noch hin. Gut. Was jetzt? Du sollst eigentlich nicht immer runter und hochklettern. Das macht mich irgendwie ein bisschen kirre in der Birne. Okay, ich kann hier irgendwie entlang. Alles klar? Alles klar? Ja. Nein. Geschafft. Alles gut. Alles gut. Alles prima. Und jetzt? Okay. Das funktioniert nicht. Das schon. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Wie komme ich darüber? Nur mit dem hier. Okay. Ich sehe schon. Das wird schon. Nein, bleib mal schön da. Oh Gott. Und jetzt Mauerlauf und dann kriegen wir das schon hin. Nein, das kriegst du. Du bist so doof manchmal, echt. Wir hätten das so schön jetzt schaffen können, Lara. Und was machst du? Du springst da nicht hin. Du bist schuld. Ich hab's genau geplant. Und es hätte gut funktioniert. Aber nein. Aber hier schaffst du das, ne? Und da. Und dann. Oh, könnte ich auch hier so rüber? Klappt das? Nein, doch. Okay. Okay, man kann da so rüberklettern, alles klar. Aber ich möchte das eigentlich schon da hinten auch schaffen. Machen wir mal, ja. Das geht also auch interessant. Also nochmal die Zackendinger.
Vielleicht war es einfach nicht genug Schwung. Jawohl. Geht doch. So, und jetzt lasse ich mich hier so voll... Ich glaube nicht, dass das so gedacht war, aber... Wenn es denn funktioniert, dann... Das ist ein Gewicht. Das heißt, ich muss eigentlich nur an die andere Stange und das ist... War lustig jetzt, dass sie sich da oben backig irgendwie festbuxierte, aber das bringt nichts. Das ist ja der einfachere Weg sogar. Das war ja ein Artefaktweg, den ich jetzt gemacht habe. Huch, nee. Das ist ja auch Quatsch. Ich muss ja nach links springen. Hier lang. Nein, das hat nicht geklappt. Es kann einfach nicht immer klappen. Also es ist schön, wenn es immer auf Anhieb klappt, aber es ist einfach auch normal, dass nicht alles immer klappt. Nein. Versuch Nummer 3. Ich bin auch ein bisschen ungeduldig. Ich spiele ja auch im Anschluss des letzten Parts und da war ich ja auch schon ein bisschen genervt. Schade, jetzt schwingt sie sich nicht so schön nach links rüber, wie sie es die ganze Zeit gemacht hat. Weiß nicht, was ich jetzt anders mache als vorher. Och, Manno. Ich glaube, Manno, ein bisschen mit Geduld hier. Genau. So. So. Und jetzt? Jetzt ist alles schön im Gleichgewicht. Und dann? Was mache ich dann? Kapiere ich jetzt irgendwie nicht. Kann ich mit diesem... Das liegt ja hier auf dem Boden. Und ich war doch dran. Was hätte ich denn machen können, außer mich dranhängen? Tut sich dann irgendwas anderes oder so? Warte mal. Ich muss mal hier auch rübergehen. Da war ich ja noch gar nicht. Vielleicht kann ich da noch gar nicht alles machen. Oh, gucken, ob Fledermäuse oder so kommen. Man weiß ja nie. Vielleicht muss ich da hier erstmal den Hebel oder so betätigen. Okay, das Ganze geht auf Zeit. Damit ich auf die andere Seite anscheinend rüberkomme, dann schließen die sich langsam wieder. Okay, alles klar. Oh Gott, sie stirbt hier noch am Ende. Okay, sie stirbt direkt. Ich dachte, dass ich wenigstens auf den ersten Stein es schaffe, aber nein. Ich dachte auch eigentlich, müsste das da unten lösen, aber... Stimmt, da unten, da waren wir ja schon mal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein, das schafft sie nicht. Oh Gott. Das wird jetzt... Das ist nicht einfach. Es wird sowieso immer schwieriger, habe ich das Gefühl hier. Das ganze Klettern und so. Das ist... Der erste Sprung muss schon sitzen, sonst habe ich ein Problem. Am besten hüpfe ich eigentlich nur noch nach vorne. Ach, das geht ja nicht. Shit. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Oh Gott. Hier rüber. 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 Oh Gott. Nein. Und dann? Der letzte, der war... Der ist... Was ist mit dem letzten? Sie schafft doch gar nicht... Also wenn man da ganz hinten ist... Muss sie dann nach oben irgendwo sich hangeln und festspringen, weil ich weiß nicht, wo sie da hin soll. Vielleicht sehe ich das auch nochmal, sterbe ich halt nochmal, aber dann sehe ich vielleicht irgendwie, wo sie eigentlich hin soll. So, und jetzt? Nach oben? Nee, das geht nicht. Schnell, 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 schnell. Nee, das funktioniert nicht. Irgendwo da muss sie sich aber festhalten können. Das geht ja sonst gar nicht anders. Nur ich weiß nicht, wohin.
diese Sequenz nervt ein bisschen. Weil es ist ja klar, dass man das hier eigentlich öfters mal vielleicht probieren muss. Ist ja auch eine schwierige Stelle. Hoch mit dir. Oh, sie geht zu weit nach links immer eigentlich. Rüber, 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 rüber. Ja, aber wohin jetzt? Nee, und dann macht sie so eine blöde Rolle auch noch immer. Ich will gar keine Rolle machen. Kann sie sich dann nicht so an diesem Eck festhalten und dann den letzten Sprung selbst machen? Oder ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie sie das schaffen soll. Keine Ahnung. Da muss es ein... Gibt es da einen Haken oben, den ich nur nicht sehe oder so, dass sie sich dann vielleicht nochmal rüberschwingen kann? Wäre auch noch eine Idee. Ich habe aber nichts blau leuchten sehen, also oben. Ich glaube, für unten schon. Aber das zählt ja nicht. Nee. Pff. Nee, keine Ahnung. Ich sehe das nicht. Ich weiß nicht, wie ich da... Ich habe keine Ahnung, wie ich da weiterkomme. Ich check das nicht. Sie hält sich auch nie an diesen Kanten oben fest. Das ist voll komisch. Normalerweise hält sie sich ja immer überall fest, aber hier nicht. Das ging ja jetzt sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt klappt. Also vor allem, dass der Sprung gar nicht mal so schwer war. Es sah so furchtbar weit aus. Aber gut, egal. Egal. Geschafft ist geschafft. Okay, noch ein Hebel. Ah, okay. Jetzt haben wir da die Schaltung auch frei gemacht. Und unser Weg wird uns erleichtert. Das ist ja prima. Ja, das finde ich gut. Das ist mir lieber, als jetzt wieder doof irgendwie unten rumklettern müssen. Und es bleibt alles schön stehen. Das ist ja toll. Viel einfacher als vorher. Vielleicht habe ich das auch noch nicht gesehen, dass der Abstand von dem einen etwas näher ist als der andere. Aber ich kann mich auch total täuschen, natürlich. Okay, den haben wir ja schon nach unten gemacht. Dann hopsen wir mal schnell rüber. Ich könnte mir vorstellen, da kommen jetzt auch wieder Gegner. Oh, die Geräusche, böse. Und diese Mumien sind auch voll böse. Ist hier wieder einer? Nee. So, dann versuchen wir das jetzt nochmal mit dem daran springen. Das dürfte ja jetzt vielleicht, könnte ich mir vorstellen, eher funktionieren. Auch das hat jetzt gut geklappt. Das Glück ist mal auf meiner Seite. Ah, jetzt geht das auch. Oh, ganz viel Sand. Aha. Na, dann lass dich mal runter. Wenn wir aber schon mal hier oben sind, frage ich mich, wo wir am besten hingehen. Okay, sie lässt hier gar nicht irgendwie los. Ging ja. Ich dachte, mir passiert jetzt hier was. Soll ich jetzt hier einfach runterrutschen? Oder gehe ich mal da rein? Hallo? Oh oh. Oh oh.
Boah, Wahnsinn. Boah, ich finde das voll toll, die Atmosphäre. Aber ich habe auch ein bisschen Schiss. Die Musik, die macht mir ein bisschen Angst. Was kann ich jetzt hier tun? Hier sind so Symbole irgendwie. Mhm. Oh, den kann ich rausziehen. Wow! Okay. Alles klar. Rotflintenmuni, dankeschön. Gut zu wissen, dass hier unter den Blöcken zwar überall was versteckt ist und was weiß ich, aber da auch Viecher rauskommen. Mhm. Ist da auch was? Oh, da kommt doch bestimmt einer. Nee, hier ist nichts. Okay, überall sind Blöcke. Versteckte Gänge. Gruselig. Habe ich gleich den ersten erwischt hier. Nanu? Hier hat sich jetzt was getan. Das kann man jetzt drehen. Das ging vorher nicht. Aha. Interessant. Alles klar. Ich gehe mal vorsichtshalber erstmal hoch. Noch mehr Schrotflintenmuni. So, die habe ich jetzt ja fast alle langsam rausgeholt. Hab ich dich. Tja. Aber mein Gott, wie lebt denn hier bitte ein Panther? Also ich meine, in einem Raum mit nichts. Voll Quatsch eigentlich, aber naja. Mhm. Ich finde diese Bemalung auch total cool. Das macht das Ganze irgendwie so echt. So als ob es halt diese ganzen Orte wirklich gibt. Das wäre irgendwie krass. Und wieder ist so ein Drehding rausgekommen. Weil wir die Kiste weggeschoben haben. Mhm. Schön. Sind jetzt alle Kisten draußen? Ich glaube schon. Jetzt möchte ich aber erstmal, bevor ich das Rätsel hier unten löse, die Kisten erstmal verschieben. Denn man kann ja hier anscheinend auch irgendwie ein bisschen noch hochklettern. Und ich möchte mal gern wissen, was es hier noch oben gibt. Vielleicht ja noch ein Artefakt oder so. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal einfach, was sich so ergibt hier. Kann ich jetzt irgendwo hinter mich auf den Steinquader-Dings? Jawohl. Okay, kann ich. Weil da hinten was versteckt ist. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Voll toll. Ich liebe das, wenn ich sowas entdecke und einfach mal keine Gefahren lauern. Kannst du da jetzt auch bitte rein? Toll. Oh, wie schön. Ich habe was gefunden. Mumifizierte Katze. Als sich der Kult um die Katzengöttin Bastet im antiken Ägypten wachsender Beliebtheit erfreute, wurden häufig mumifizierte Katzen an Pilger verkauft, die diese zu Ehren der Göttin opferten. Voll toll. Ich mag diese Bastet-Göttin auch total gern. Ich hatte ja schon mal letztens irgendwann erwähnt, dass ich
auch solche Bastet-Statuen habe. Kannst du dich nicht einfach jetzt hier irgendwie fallen lassen? So? Ja, passiert ihr auch nicht mal was. So, und jetzt kann man das Ganze hier irgendwie drehen in einem richtigen Verhältnis. Ich habe nur keine Ahnung, wie. Vielleicht gibt es einen Hinweis mit den Symbolen, die da oben irgendwie sind. Also hier haben wir einen Vogel. Die Frage ist halt auch, ja, Vogel. Vogel, Feder, sowas wie eine Pflanze. Und dann noch so ein Kringeldingel. Was ist wohl das Zeichen für die Feder? Ich nehme mal diese weiße Statue. Hä? Ach so, es hat wahrscheinlich nur geklackert irgendwie. Weiß ich auch nicht warum. Ich will eigentlich die hier vorne haben. So. So mache ich das mal. Das Grüne mache ich für diese Pflanze. Warum auch immer. Ich weiß auch nicht. Tu jetzt einfach mal so. Ich kann total falsch liegen. Ich rate jetzt nur, ne? Also, sieht aus wie ein Blumentopf. Deswegen nehme ich das. Blumentopf. Ja, ich meine, wenn das hier so ein Kranich ist, was könnte denn dann der Kranich sein? Nehmen wir mal den da. So. Blumentopf, Kranich, weiße Figur für Federn, Kringeldingel, die Vase. So, hat nicht funktioniert. Ich muss noch die richtige Reihenfolge rausfinden. Das mache ich im nächsten Part. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dann.